Tragt auf jeden Fall meinen Creator Code bei ReaperSYT in euren Shop ein. Jetzt viel Spaß mit diesem Video. Peace, Freunde. Was geht ab? Ich bin bei Reapers und ich begrüße euch zu einem weiteren Fortnite Season 8 Video hier auf meinem Kanal. In dem heutigen zweiten Video gibt es die Lösung der Woche 3 des Ladebildschirms. Und zwar werde ich dir jetzt zeigen, wo der geheime Battle Pass Stern der Woche 3 ist. Vergiss auf jeden Fall nicht, vorher die ganzen Woche 3 Herausforderungen abzuschließen, denn ansonsten kannst du da auch keinen Battle Pass Stern einsammeln, das ist also wirklich Voraussetzung. Viele schreiben sonst immer in die Kommentare, ey, warum ist da nichts? Ja, du musst erst die Herausforderung abschließen, dann erhältst du auch den Ladescreen. Und wenn wir schon beim Thema Ladescreen sind, auf dem Ladescreen diese Woche erkennen wir den Klapperschlangen-Skin, wie ihr hier den goldenen Backpack, die goldene Schlange klaut und wirklich hier von Fallen, von Pfeilen beschossen wird. Und wie sonst immer sehen wir halt hier auf Anhieb keinen Battle Pass Stern irgendwie, sondern wir sehen eben nur unten links so eine kleine Zeichnung an der Wand, sowas Weißes, und das deutet auf eine Pyramide hin, eben von Sunny Steps, von dem neuen Ort. Darunter sind eben so zwei Skulpturen. Ich werde euch jetzt zeigen, wo das Ganze ist. Ich habe halt auch nur eine Vermutung, weil das wie gesagt ein Leak ist, aber ich werde euch trotzdem zeigen, wo meine Vermutung ist. Deshalb würde ich sagen, springen wir jetzt in eine Spielwiese-Runde rein. Let's go. Nun in der Runde angekommen, sehen wir hier die zwei Skulpturen, die eben auf dieser Zeichnung zu sehen waren. Und ich gehe einfach mal davon aus, dass das hier die Pyramide sein wird, die sie halt eben meinen. Wie gesagt, ihr müsst halt auch wirklich das Ganze in der öffentlichen Runde machen. In Spielwiese wird da jetzt bei euch nicht sein. Aber ich glaube halt eben, dass entweder der Battle Pass Stern hier oben drauf sein wird. Hier exakt irgendwie oben drauf. Oder vielleicht auch direkt auf der Kiste oder hier auf einer Treppe liegen wird. Also das könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ich kann halt selber auch nur raten. Diesmal ist es halt wirklich nicht ganz so deutlich. Schreibt auf jeden Fall mal gerne sonst die Lösung in die Kommentare, damit jeder Bescheid weiß. Ansonsten bin ich für heute jetzt auch schon raus. Schaut in die Kommentare, da steht auf jeden Fall sonst die richtige Lösung. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst auf jeden Fall ein Like da, abonniere diesen Kanal kostenlos für weitere coole Videos und teile das Video auch natürlich mit deinen Freunden, damit die auch die Lösung für den geheimen Battle Pass Stern der Woche 3 haben. Ich bin raus, Freunde. Euer Reapers GBO. Ciao, ciao.